Ich wurde von einem Mann angesprochen, der sich gegen Fürst Redricks Grausamkeit aussprach. Er forderte mich auf, mit ihm gemeinsame Sache zu machen und Redricks Herrschaft ein Ende zu setzen. Die Burg liegt östlich des Esterwalds und wird schwer verteidigt. Ins Innere zu gelangen, wird eine beträchtliche Herausforderung darstellen. Kors ist der Ansicht, dass ein Frontalangriff auf die Burg unmöglich sei. Er schlug mir vor, am östlichen Rand des Burggrabens einen Zugang in die Abwasserkanäle zu suchen. Alternativ könnte es mir gelingen, einen Weg in die obere Stockwerke der Burg zu finden, wo ich Kols Kontaktperson Detmar auffällt. Ja. At once. Das kommt allerdings alles noch. Wenn wir aber schon hier sind, also erstmal die Dietriche, dann könnte ich ja Ethea Metallschild geben, weil es besser aussieht. So, in den Kommentaren, den wenigen, die ich bis jetzt bekommen habe, hieß es, dass ich die Jungs hier ignorieren soll, die mit den gelben Namen, weil es einfach zu viel Text ist und die Leute lieber die Story sehen wollen. So, Aufra, hi. Greetings. Du warst ja eine Zeit unterwegs. Ich fürchtete schon, du würdest nicht zurückkehren. Ist er das? Hast du ihn mitgebracht? Auza schaut dich hoffnungsvoll an. Was hat Hanga gesagt? Ja, ich hab ihn hier. Du hast es wirklich geschafft. Oh, gesegnet seist du. Gepriesen seist du. Ich weiß nicht, was ich ohne deine Hilfe getan hätte. Jetzt wird mein Baby nichts geschehen. Aufra schaut dich an. Ich kann dir gar nicht genug danken. Ja, warte, du solltest was über diesen Trank wissen. Auf einmal blinzelt und schaut die Ampulle hinein. Was meinst du? Er bewirkt nicht das, was du denkst. Tranka sagt, es würde dein Befinden verbessern, aber das ist es auch schon. Aber das ist Aufras Glückseligkeit findet schnell wieder. Aber alle sagten das, sie blickt weg. Ich hätte es wissen müssen. Oh, wie dumm bin ich gewesen. Wie konnte ich nur denken? Es tut mir leid, ich habe deine Zeit verschwendet. Du weißt nicht, dass dein Kind dasselbe Schicksal erleiden wird. Vielleicht sollte das am besten dem Zufall überlassen werden. Bezahlt werden möchte ich aber trotzdem. Ach, ich habe das Meer gesehen, also war es gar nicht so schlimm. Es tut mir leid, dass es nicht so ausgegangen ist, wie du dir vorgestellt hattest. Dann werde ich mich auf den Weg machen. Nehmen wir das mit dem Meer. Aufra schaut dich scharf und mit ausdruckslosem Gesicht an, sagt aber kein Wort. Sie fasst sich ins Gesicht, um eine Träne wegzuwischen und schweigt für einen weiteren langen Augenblick. Letztendlich sagt sie, danke, dass du mir die Wahrheit gesagt hast. Hier, nimm das, auch den Rest von Rangas Bezahlung kannst du behalten. Und ich? Bitte nimm auch das hier, es gehörte Hethord. Er hat es aufbewahrt, aber ich glaube, du wirst damit mehr anfangen können. Vermutlich kann ich es nur noch beten, vielleicht werden die Götter gnädig gestimmt sein. Ja, wir haben ehrlich gekriegt. Besser als täuschend. Wohltätig und diplomatisch. So, wir haben einen Umhang des Schutzes jetzt wieder. Der durch Duwens Robe glitscht. I'm here. So, und dann verlassen wir dich mal wieder. Wir hätten eher uns sagen sollen, dass es uns leid tut. Da hätten wir vielleicht noch mitfühlend gekriegt. At once. Aber egal. So, damit haben wir das Fehlen einer Mutter. Ich brachte den Trank zur Aufruhr und erzählte ihr die Wahrheit über die Mixtur. Sie war verständlicherweise enttäuscht, wusste meine Bemühungen aber trotzdem zu schätzen. Jetzt hat sie nur noch geringe Hoffnung, dass sie und ihr Kind eine Zukunft im Goldtal haben werden. So, dann gehen wir mal runter in den Tempel. Den sollten wir jetzt zu fünft eigentlich hinkriegen.
Die aufsteigende Sonne und die drei Dämmerungssterne, das Symbol von Eotas. I haven't been in here for must be 5-6 years. Used to be real nice. Bright. Warm. Bin schon seit gut 5-6 Jahren nicht mehr hier gewesen. War mal richtig schön hier. Hell, warm. Hallo, wer ist da? Fragt der da. Gegen die Wand gelehnt liegt im matten Licht der ausgehenden Wandleuchter ein Mann am Boden. Er hat etwas Hageres, Fuchsartiges an sich und sein bleiches Gesicht ist schweißnass. Der Ärmel des einen Arms, den er locker gegen die Seite hält, ist blutdurchtränkt. Als du dich ihm näherst, wirft er dir mit schmerzverzerrendem Gesicht einen ängstlichen Blick zu. Sieh dich vor, falls du hineingehen willst. Er wirft einen schnellen Blick auf die Tür zu seiner Linken. Dieser Ort ist nicht so ganz leer, wie ich angenommen hatte. Er schaut Eda von unten an. Zollst du deinen Respekt, Eotasia? Er bringt ein schmerzverzerrtes Grinsen zustande. Ist er sicher ein bisschen riskant? Überleg dir nur, was die Dörfler sagen würden. Hier unten ist es sicherer als da oben, auch wenn die Ratten derart groß sind. In Edas ausgelassene Stimme mischt sich eine leichte Spur von Feindseligkeit. Dieser Tempel ist nicht das, was er einmal war. Das ist wahrscheinlich auch das Beste, wenn ich mir überlege, in welchen Zeiten wir leben. Er stöhnt und zuckt schmerzhaft zusammen, als er seinen Körper verlagert. Ich bin nicht zum Plündern gekommen, falls du vermutest. Und so einer wie er hier auch nicht, wird dann reißt sein Kinn in Richtung Edea. Ich glaube, ich wollte einfach nur Gutes tun. Und was hat mir das eingebracht? Einen zerkratzten Arm. Er sieht dich müde an. Vielleicht hast du ja mehr Glück. Mehr Glück mit was? Der Mann deutet mit einem Finger nach oben. Diese Ruinen um uns herum, früher waren sie ein Tempel von Eotas, dem zersplitterten Gott. Ein großer Tempel noch dazu, aus dem ganzen Dürrwald strömten die Gläubigen hierher, selbst aus Rezeres. Heutzutage kommen aus Rezeres nicht mehr viele. Natürlich nur bis zum Krieg, und selbst dann kamen immer noch ein paar Sturköpfe, die es einfach nicht in den Schädel bekamen, dass ihr Gott nur der Vergangenheit angehört. Fürst Redrick hat ihnen das Beten gestattet. Ab und an ließ Fürst Redrick diesen Ort säubern, ein paar Leute verhaften. Erst seit dem Vermächtnis begann er, seine Geduld zu verlieren. Er schickte seine Wachen los, um die Priester dem Schwerte zuzuführen, dem Tempel einzureißen und einige der Bücher zu verbrennen. Das war's dann. Er schaut weg. Geht weiter. Als das Vermächtnis anfing, beschloss Fürst Redrick, dass er den Eotasianern gegenüber zu milde gestimmt war. Er hat sie von seinen Leuten allesamt im Tempel niedergebracht und sie da unten unter einem Haufen Felsen begraben liegen lassen. Danach ordnete Redrick die Versiegelung des Tempels an. Jahrelang ist er so gewesen, bis vor kurzem. Bis Redrick hofft, dass man uns durch die Zerstörung des Tempels eines lebenden Gottes vergeben wird. Und damit wird auch das Vermächtnis enden, verstehst du? Bis dahin wird der Tempel aber so bleiben, wie du ihn jetzt siehst, unbewacht und da genau kommst du ins Spiel. Wirtan leckt sich über die Lippen. Diese Priester, gut, sie mögen ja kaum Grips im Schädel gehabt haben, aber solche Tote hatten sie auch nicht verdient. Im Hause ihres Gottes niedergemetzelt zu werden, also wirklich, das finde ich einfach nicht richtig. Wenn du dort hinuntergehst und ihre sterblichen Überreste finden könntest, dann könnten wir ihnen endlich ein ordentliches Begräbnis verschaffen. Wirtan atmet aus, keine leichte Aufgabe. Du könntest ja auch ein paar Münzen verdienen, solltest du noch eine Motivation brauchen. Alofs verhaltener Gesichtsausdruck wird etwas weicher. Was für eine angenehme Überraschung, dass es noch jemanden mit einer Spur Respekt für die Toten gibt. Ich werde sie finden. So wie ich das sehe, solltest du eigentlich nicht hier drin sein. Sie sind schon lange tot. Welche Rolle spielt es dann noch, wo sie begraben sind? Moment mal. Du willst, dass ich dir ein paar Skelette bringe? Zuerst hätte ich ein paar Fragen. So wie ich es sehe, solltest du eigentlich nicht hier drin sein. Und dann lacht düster. Naja, ich wollte eigentlich ganz schnell und flink hinein und wieder hinaus. Ich füge niemandem Schaden zu, aber Frederik hat allen verboten, irgendetwas mit dem zersplitterten Gott zu tun zu haben. Ihm das zu erklären, wäre ein bisschen schwieriger als bei dir. Es ist doch eine gute Sache, oder? Außerdem würdest du dir dabei auch noch was verdienen. Ich hätte zuerst noch einige Fragen. Ja? Wer bist du überhaupt? Wirtan grinst dich schwach an. Wirtan heiße ich. Ich habe lange genug in Goldtag gelebt, um mich daran zu erinnern. Wie prachtvoll es einst gewesen ist. Er zuckt mit den Achseln und schaut weg. Ich half manchmal beim Tempel aus. Ich brachte ihnen Vorräte, das ist alles. Was ist dieses Vermächtnis? Hatte der Magistrat das nicht gesagt?
Der Dürrwald ist für die Ermordung von Eotas bestraft. Oder aber, je nachdem, welchem Idioten man glaubt, dafür, dass wir seine Anhänger nicht gleich auch ins Jenseits befördert haben. Wie auch immer, hier werden nicht mehr sehr viele normale Kinder geboren. Sie kommen raus und sie weinen nicht und ihre Mütter schauen sie auch nicht an. Sie haben keine Seele, die ihnen eine Persönlichkeit geben würde. Sie atmen nur. Wirtan äugt Eder müde an. Eder. Wie der Mann schon sagt. Die Leute haben es für Weidwins letzten Lacher, denn selbst für einen toten Gott wirkt es auf mich ein wenig kleinlich. Er lächelt schwach, für Sredrick aber glaubt es. Nur darauf kommt es an. Hat Fürst Redrich nicht etwas dagegen, dass wir hier unten graben? Ich würde ihm jedenfalls nicht davon erzählen, an diesem Ort zu verweilen, ist für niemanden gut. Wenn du deine Aufgabe aber schnell und leise erledigst, können wir diesen Priestern ohne große Theater Gerechtigkeit widerfahren lassen. Ja, und ihn fragen, warum er das nicht selber machen kann, das sehen wir ja, er hat's versucht. Und jetzt nach irgendwelchen Schätzen fragen, da unten machen wir nicht, weil wir sind ja nicht gierig. Also habe ich keine weiteren Fragen. Also, was sagst du? Ich werde sie finden. Dann schulde ich dir wirklich was bei der Flamme. Aber pass auf, da der Tempel schon lange versiegelt ist, wimmelt es da drin nur so von Kreaturen. Solltest du aber an ihnen vorbeikommen, so findest du die Priester im unteren Kellergeschoss. Wenn sie noch da sind, dann dort. Diese Priester hatten allerlei Geheimkammern, Schalter in den Wänden, präparierte Wandleuchter, solche Sachen. Halte die Augen offen und pass da unten auf dich auf. Ich würde nur ungern jemanden hinunterschicken, um deine Überreste aufzusammeln. Ich werde hier bei den Stufen warten und ausschalten. Vielleicht werde ich auch versuchen, mich ein bisschen zusammenzuflicken. Nicht langsamer Modus. I shall be quiet as a calm sea, which is not very. Varanthus! So, ihr Lichter geht zum Glück ziemlich schnell von der Hand. Oh, Adra und Kupferstücke. Dieses Stück Pergament ist abgenutzt und ausgefranst. Die Tinte ist verblasst. In diesen Zeiten der Not müssen wir uns genauso viel Glauben in uns selbst haben. Nice and quiet. Irgendwen habe ich vergessen, ne? Mich selber. Certainly. Hey. I'm here. Okay. Spinnies. Die Opern Flecken blättern unter deiner Stiefelspitze ab. Also Blut. Geist, die Kristalle um dich herum erleuchten den gesprungenen Mosaikboden in verschiedenen Orangetönen. Und aus bestimmten Blickwinkeln glänzt das metallische Symbol unter deinen Füßen golden. Während du hinschaust, flimmert die Luft wie bei Sommerhitze. Der Staub und die Luft scheinen sich zusammenzuziehen, bis vor dir ein dünner leuchtender Nebel erscheint. In seinem sich kräuselnden Glanz glaubst du, die Gestalt eines Mannes zu erkennen, der kurzzügig aus der Luft und Rauch zu bestehen scheint. Wer bist du? Deine Stimme löst Bewegung aus. Begleitet von plötzlichem aufbrausendem Licht schießt der Geist empor und im nächsten Augenblick befindest du dich an einem anderen Ort, wo dein Verstand von einer unmittelbaren Welle aus Angst und Lärm attackiert wird. Du befindest dich im Kapitelsaal. Priester und Gläubige haben sich in großen Mengen versammelt und strömen in den Saal.
Andere Krücken gegen dich, als sie zum Zuhören nach vorne drängen. Deine eigene Trauer spiegelt sich auf den Gesichtern um dich herum. Einige der Initiierten weinen. Da jemand die Kerzen gelöscht hat, ist der Raum bis auf das Podium, das von hinten beleuchtet wird, dunkel. Zwei Gestalten, deren Silhouetten du im Licht sehen kannst, stehen davor. Ein Mann schreit aber, seine Stimme ist so angstverzerrt, dass du seine Worte nicht verstehen kannst. Direktrix aber steht ruhig und unbewegt da. Ihre Stärke wird dich alle durch die dunkle Zeit leiten. Diese Hoffnung spürst du wie einen Funken hinter deinen Rippen. Hinter dir beginnt jemand zu singen. Der Geist reißt dich mit einer abrupten, schwindelerregenden Kraft vor dir los und du findest dich taumelnd vor dem zerstörten Altar wieder. Der Geist verschwindet so plötzlich, wie er erschienen ist. Are you feeling unwell? You were behaving a little... oddly.